Herzlich willkommen hier bei Sharp NEC in Barcelona 2024. Unser Thema hier ist definitiv Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Und hier sehen wir schon eins der Highlights direkt in meinem Rücken. Eine Flip-Shape-COB-Wand, 4 Meter hoch, 2 Meter breit, aber das auf jeder Seite. Das heißt, wir haben sie ein bisschen ums Eck gebreit. Die COB-Technik bietet uns 40% Energieeffizienz entgegen allem anderen, was vorher ist. Und ist wesentlich stabiler. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Das machen wir mit der SMD-Technik natürlich nicht. E-Paper-Technologie, ich habe was Digitales, ein JPEG, und das kann ich aufspielen auf ein E-Paper. E-Paper ist super smal und wir können es wunderbar an die Wand hängen oder wo auch immer im Indoor-Bereich. Wir brauchen keinen Strom, aber haben Platz für Strom. Hier könnte man zum Beispiel einen Akku reinsetzen und wir brauchen es nur, um das Wi-Fi-Modul hier wirklich für einen JPEG als Empfänger zu generieren. Wir gehen mit einer App vorbei oder wir binden es in ein Wi-Fi-Produkt an. Jede Menge CMS-Partner von uns sind schon darauf spezialisiert, dass wir es auch in die CMS-Lösung mit einbinden können. Also das E-Paper, bis zu 60.000 Farben, hier in 13 und 25,3 Zoll Größe, und glaub mir, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Energieeffizienz findet nicht nur im laufenden Betrieb statt, sondern es findet auch einfach im Standby-Betrieb statt. Mit dem neuen RSB CLR haben wir einfach ein Modul entwickelt, wo wir LED-Wände einfach ausschalten können. 0 Watt, und wir bauen das direkt mit in die Planung mit ein. Und ihr seht, die LED-Wand ist auf 0 Watt runtergefahren. Wenn ich sie wieder einschalte, und das kann ich auch über Steuerung integrieren, springt mir nicht mehr der FI auf einer Etage raus, sondern es wird gesteuert von unserem Modul. Und ihr seht, sofort ist unsere LED-Wand wieder in Betrieb.